Der spirituelle Aufstieg der gesamten Menschheit in die fünfte Dimension läuft gerade auf Hochtouren. Das sagen die Engel ganz, ganz deutlich. Damit meinen sie eine ganz große Bewusstseinserweiterung. Die ist eine absolute Notwendigkeit, kann man sagen. Und das ist nur über einen ganz, ganz tiefgreifenden inneren Prozess möglich. Und genau über diesen Prozess werden wir in dieser Folge sprechen. Diejenigen, die für den Aufstieg in die fünfte Dimension in Frage kommen, sind oft hochsensitive Seelen. Und dies haben sie bereits in ihrer Kindheit bemerkt. Genau über diese Prozesse wollen wir heute sprechen. Was das bedeutet und was du dafür tun kannst, um diesen Prozess der Erleuchtung selbst zu erfahren und damit weiterzukommen, das wirst du heute erfahren. Deshalb ist es wichtig, bei dieser Folge bis zum Ende dran zu bleiben, genau hinzuhören, was Sache ist, damit du dich auf diesen Aufstieg wirklich optimal vorbereitest. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Genieß dein Leben Podcast. Mein Name ist Udo Golfmann. Ich bin hellsichtiges Engelmedium, spiritueller Autor und spiritueller Lehrer für die fünfte Dimension. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, um mir zuzuhören. Ich danke dir, dass ich dir dienen darf mit meiner Arbeit, mit meiner Liebe, mit den Engeln. Schön, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt. Ein erstes Zeichen übrigens, dass du bereit bist für diesen wahnsinnig tiefgreifenden Bewusstseinsprozess und für diese spannenden Ereignisse, die auf uns alle zukommen, ist, dass du diesen Podcast eingeschaltet hast. Denn du wurdest genau hierher geführt, damit du mir zuhörst, damit du diesen Podcast hörst und diese Prozesse erkennst. Vielleicht warst du als Kind schon besonders sensitiv. Mir ging es bereits in der Schule so. Ne? Wie ihr wisst, ich war hellsichtig von Anfang an und ich möchte euch ein bisschen erzählen, was es bei mir ausgemacht hat, damit ihr davon lernen und profitieren könnt. Damit ihr in dieser Podcast-Folge wirklich begreifen könnt, was ist eigentlich dieser Aufstiegsprozess und wann hat er begonnen? Und ich kann euch sagen, es war bereits in der Kindheit bei mir so. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an ein Ereignis. Ich war vielleicht 10 Jahre alt. Älter war ich noch nicht zu dem Zeitpunkt. Als mein erster Großvater verstorben ist. Einige Zeit danach, und es waren schon Monate vergangen, als das geschah, was dann geschehen ist. Ich war bei meiner Tante, die mir später, als ich 12 Jahre alt war, das Kartenlegen mit den Skatkarten beibrachte. Es war Winter und draußen war es schon dunkel. Also noch nicht ganz, aber schon so dämmerig halt, ne? Etwas dunkel, dämmerig und so weiter. Es war so später Nachmittag, früher Abend. Und sie brauchte noch dringend etwas und fragte mich, ob ich für sie kurz zum nächsten Laden gehen könne. Das war nicht weit weg, das war vielleicht 10 Minuten Fußweg von dort aus, ne? Also konnte ich als Kind natürlich schon gut hingehen. Natürlich sagte ich ja und es war überhaupt kein Problem. Sie gab mir das Geld, ich ging zum Einkaufen. Auf dem Rückweg passierte mir etwas, was der Hammer war. Es war meine erste Begegnung mit dem Jenseits. Es war mein Großvater, der mir begegnete. Ich sah ihn mit seinem geliebten Hund, wie er mit ihm spazieren ging. Sofort nahm ich meine Beine in die Hand und lief zurück zu meiner Tante. Das hat mich natürlich im ersten Moment vollkommen erschreckt. Ich erzählte ihr die Geschichte, ich erzählte ihr, was mir passiert ist. Das Erste, was sie zu mir sagte, war: Hab keine Angst, es ist alles gut. Er liebt dich und er möchte dir nur sagen, dass es ihm gut geht. Es ist etwas Wunderbares, was dir passiert ist, denn es beginnen sich deine spirituellen Kanäle zu öffnen. Lass die Angst einfach mal sein und freu dich darüber, was hier passiert ist. Damit konnte ich mich anfreunden und es ging mir gut. Bald darauf ging es weiter. Ich begann viele bunte, lustige Kügelchen und Lichter um mich herum zu sehen.
Und ich fing an, mit ihnen zu spielen. Ich merkte, es war Leben in diesen Lichtern. Nur grün, gelb, blau, rot, in vielen bunten Farben waren sie um mich herum. Und es war so lustig und so schön. Und es sah aus wie kleine, leuchtend strahlende Christbaumkugeln. Und ich spürte, dass es was Tolles war, was hier geschieht. Ich fand es ganz lustig. Und irgendwann begannen diese Lichter auf einmal mit zarten, liebevollen Stimmen mit mir zu sprechen und mir zu erzählen, dass ich ein Sternenkind bin, dass ich ein sterngeborenes Kind bin, dass ich ein Kind bin, was von der anderen Seite kommt, und sie wollen mir helfen, meine Spiritualität zu leben. Ach, was war das schön. Ich spielte jeden Tag mit ihnen und auch besonders abends. Natürlich war es so, dass ich wenige Freunde hatte als Kind. Die Menschen oder die Freunde, die ich hatte, waren sehr gut. Ich hatte schon welche, ich war nicht allein. Aber glücklicherweise führten die Engel mich dann auch zu anderen Kindern, die auch die Dinge sahen, die ich sah. Waren zwei Stück. Und der Rest konnte mit uns halt nicht so viel anfangen. Aber es machte nichts, wir waren glücklich. Und dementsprechend konnten wir damit auch umgehen, dass die anderen uns ausgrenzten und wir ein bisschen ausgegrenzt waren. Aber das ist normal für Menschen, die den fünfdimensionalen Weg gehen, für Menschen, die diesen hochschwingenden spirituellen Pfad gehen, ist es vollkommen normal, dass in der Kindheit bereits gewisse Ausgrenzungen passieren. Nicht jeder beginnt sofort zu sehen, aber man spürt, man ist anders. Du kannst zum Beispiel spüren, dass du mit eher Älteren, mit Erwachsenen mehr anfangen kannst als mit Kindern, weil ihr Wissen, ihr Bewusstsein einfach größer ist als das von Gleichaltrigen. So ging es mir auch. Oh, mit meiner Großmutter kam ich wunderbar zurecht. Oder auch mit älteren Menschen aus der Nachbarschaft. Ich habe sie sehr geliebt und ich kam mit ihnen wunderbar zurecht. Immer Gleichaltrige. Und das war immer etwas schwierig, weil ich doch anders war. Weil ich doch etwas fortgeschrittener war, auch im Bewusstsein und in der Denkweise als sie. Und das war aber in Ordnung. Und dementsprechend hatte ich andere Menschen, die mir halfen und die mir gut taten. Und die waren meistens älter. Vielleicht ging es dir auch so in deiner Spiritualität. Vielleicht hattest du auch die ersten Begegnungen mit lieben Verstorbenen. Und später kamen dann die wunderbaren Begegnungen mit den Engeln dazu. Vielleicht hast du sie aber unterdrückt. Ich hatte einfach ein ganz großes Glück. Und das war, dass meine Tante und meine Großmutter selbst sehr spirituell waren und mir gezeigt haben, dass ich diese Kanäle offen lassen durfte. Dass ich sie nie verschließen musste und dadurch wirklich diesen Weg gehen konnte. Später dann, relativ früh, nämlich schon im Alter von noch nicht mal 18, gerade 18 bin ich geworden oder war es noch, war kurz davor, durfte ich anfangen, Menschen professionell zu beraten. Das war großartig. Ich durfte schon alles sehr früh und konnte mich dabei immer weiter entfalten. Wenn du auch nur im Ansatz als Kind schon gespürt hast, anders zu sein, hat es dir gezeigt, dass du ein größeres Bewusstsein hast. Wenn du immer schon nicht verstanden hast, was mit Tieren zum Beispiel geschieht, wie mit ihnen umgegangen wird, und für dich war es immer wichtig, dass ihnen geholfen wird, dann hast du ein höheres Bewusstsein. Wenn dir immer der Frieden wichtig war und du nie verstanden hast, wie Menschen gegeneinander gehen können oder wie kriegerische Energien gehen konnten, dann hast du ein höheres Bewusstsein. Mir ging es schon als Kind so, dass wenn andere Jungs Schlägereien hatten, ich bin ihm aus dem Weg gegangen, ich bin Schlägereien, weil Gewalt war mir immer fremd. Ging dir vielleicht auch so. All das sind Zeichen für das höhere Bewusstsein. Und wenn du in diesem Stadium bist, dann ist es für dich enorm wichtig, dass du dieses Bewusstsein erweiterst, mit diesem hohen Bewusstsein arbeitest, damit du wirklich den Weg der Erleuchtung und den Aufstieg in die fünfte Dimension gehen kannst. Klingt vielleicht erstmal ganz kompliziert, ist es aber gar nicht. In Wahrheit ist es eigentlich relativ einfach. Du sollst dein spirituelles Potenzial entfalten und ich zeige dir, wie es geht.
Es ist einfach wichtig, dass wirklich jeder Mensch das erleben sollte, der dabei ist, in die fünfte Dimension zu gehen. Die Engel werden dir diesen Weg zeigen. Und deswegen ist es so wichtig. Ne? Das muss man einfach sagen. Wenn du bist ein hochsensitiver Mensch, sonst wärst du nicht in diesem Podcast gelandet. Und ich bin mir sicher, dass dieser Aufstieg in die fünfte Dimension für dich richtig und wichtig ist. Die Engel führen dich dahin mit all ihrer Liebe und all ihrer Kraft. Denn sie wollen, dass du vollkommen glücklich bist. Und ich werde dir natürlich auch jetzt gleich nochmal ein paar ganz wichtige Indizien dafür nennen, die ein Zeichen dafür sind, dass du bereit bist, diesen Weg zu gehen. Und wenn nur drei von diesen Zeichen zu dir passen, dann ist es wichtig für dich, dass du diesen Weg gehst. Vielleicht hast du dich in deiner Kindheit oder Jugend oft alleine gefühlt, weil du mit Gleichaltrigen nichts anfangen konntest und sie mit dir eben auch nicht. Ne? Das kann schon sein, weil du immer anders warst als der Rest. Und mit anders ist überhaupt keine Wertung gemeint, einfach nur anders. Vielleicht hast du immer das Gefühl gehabt, mehr zu wollen, so ein gewisses Sehnsuchtsgefühl, zu sagen, hey, ich möchte eigentlich was viel mehr erreichen, ich sehne mich nach etwas, kann es vielleicht auch gar nicht ganz zuordnen, weil diese Welt nicht zu dir gepasst hat, zum Beispiel. Das kann sein. Es kann sein, dass du dich immer besonders stark mit den himmlischen Wesen verbunden gefühlt hast. So ging es mir, ne? Ich habe mich immer mehr mit den Engeln und mit den Verstorbenen und mit den ganzen außersinnlichen Wesen, mit den Feen, mit den Elfen und dergleichen verbunden gefühlt, als ich es mit den Menschen getan habe. Zum Beispiel, das war. Also das, so ging es mir. All diese Zeichen, die ich jetzt vorlese, die habe ich alle erlebt. Deswegen kann ich dir sagen, wenn nur drei davon zutreffen, dann gehst du den Weg in die fünfte Dimension. Und dann ist es wichtig, dich darauf vorzubereiten. Ganz wichtig. Vielleicht hast du ein anderes Gefühl von Zeit und Raum. Du hast manchmal das Gefühl, die Zeit vergeht wahnsinnig schnell und in manchen Situationen sehr, sehr langsam. Und trotzdem ist die Zeit ja eigentlich immer die gleiche, aber dein Gefühl ist anders. Du merkst, dass alles irgendwie nicht passt. Was da so passiert, ne? Was da so zeitlich abläuft. Und dein Gefühl für Zeit und Raum ist anders. Es kann auch sein, dass du es immer schon genossen hast, einen Blick in die Sterne zu werfen, dich einfach hinzusetzen, den wunderschönen Sternenhimmel zu beobachten und ein Gefühl zu haben, ey, ja, mit diesem Stern oder diesen Sternen fühle ich mich besonders verbunden. Auch das ist eine Möglichkeit. Manchmal hast du vielleicht Träume, die sich erfüllt haben, ob Tag oder Nacht, völlig egal. Wahrträume. Kann schon sein. Es kann auch sein, dass du besonders viel Wert darauf legst, die Natur zu achten, mit ihr umzugehen, die Natur zu schützen und dafür etwas zu tun. Vielleicht ist dir die Natur besonders wichtig und vielleicht liegt sie dir ganz besonders am Herzen. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass du bereit bist für die fünfte Dimension. Das kann sein. Vielleicht hast du dich auf dieser Erde oft fremd gefühlt. So ging es mir auch. Ich habe mich manchmal so gefühlt, als dass ich nicht hierher passe. Was natürlich nicht heißt, dass man Selbstmordgedanken hat. Ne? Das hat damit nichts zu tun. Das möchte ich betonen. Sondern man will nicht weg, aber man hat das Gefühl, hier passe ich nicht hin, hier ist irgendwas anders. Das hängt damit zusammen, dass wir natürlich in dieser dreidimensionalen Blase und Seifenblase leben und wir eigentlich spüren, dass wir gar nicht dreidimensional sind, dass wir eigentlich viel mehr sind als das, was uns hier vorgegaukelt wird. Na, mit schweren Energien kommen wir ja dann sowieso nicht zurecht. Das waren jetzt so die Zeichen. Und wenn nur drei von den benannten Dingen zu dir passen, und du dich angesprochen gefühlt hast, dann ist der Weg klar. Dann ist es unglaublich wichtig, dass du beginnst, dich für die Erleuchtung und für dieses wahnsinnig hohe Bewusstseinsfeld zu öffnen. Das ist wirklich wichtig. Und es ist
Hört sich alles ganz, ganz, ganz schwer an. Aber es ist mit den Engeln, ich kann dir sagen, so einfach. Im Endeffekt, wenn man einmal den Weg hat. Aber man muss den Weg kriegen. Und dafür helfen die Engel. Ich habe zum Beispiel jetzt nächstes Jahr, die Engel haben mich geführt, nächstes Jahr im Mai in Graz ein großartiges Seminar zu geben. Für eine begrenzte Anzahl an Leuten, die kommen können. Das heißt, es können bis zu 80 Leute können kommen. Ein Großteil ist schon weg, kann ich euch sagen, an Plätzen. Das ist so. Maximal 80 können dabei sein. Und wenn diese Plätze voll sind, kann ich halt auch nichts dazugeben. Ne? Mir ist klar, das wird voll. Ein Großteil ist ja schon erledigt. Ein Großteil ist schon gebucht. Jetzt zu diesem Zeitpunkt. Und bis zum 31.10. gebe ich auf das Seminar auch noch 100 Euro Frühbucherrabatt. Das heißt, wer sich jetzt anmeldet, noch bis 31.10. bespart 100 Euro am Gesamtpreis, kriegt das Seminar also 100 Euro günstiger. Es lohnt sich also doppelt. Aber es soll gar nicht um den Preis gehen, weil der Preis ist eigentlich nicht das, worum es geht, sondern es geht darum, was dieses Seminar dir bringt. Und ich kann dir sagen, das wird der Hammer. Also bei meinen Seminaren war es bisher so, dass jeder die Engel gesehen hat, jeder die Engel gehört und gefühlt hat. Also das kann ich dir sagen. Die Kanäle von jedem haben sich sehr weit geöffnet und ausgedehnt. Jeder hat die Engel erlebt, gefühlt, gehört, gesehen oder übers Klarwissen bekommen. Das heißt nicht, dass jeder je den gleichen Kanal geöffnet hat. Nein, das nicht. Aber jeder hat mit seinem Kanal die Engel erleben können. Und jeder hat Botschaften empfangen, die so klar, krass deutlich waren. Ich finde es immer wieder schön zu beobachten, wie das so passiert, wenn die Menschen dann auf einmal Botschaften empfangen. Gerade die, und passt auf, und gerade die, die am Anfang zu mir kamen und sagten, ich bin mal gespannt, ich gucke mir das an, ich glaube, ich kann gar nichts. Die konnten am Ende der Seminare immer am meisten. Das habe ich erlebt, das war der Hammer. Die haben sich geöffnet, da ist viel entfaltet worden, weil die sind ohne Erwartungen reingegangen. Das ist nämlich das große Geheimnis gewesen. Als anderes, ach, tolle Geschichten. Ich erlebe immer wieder, seit 2013 gebe ich ja Seminare, mittlerweile 11 Jahre. Und ich kann euch sagen, ich habe so viele schöne Geschichten erlebt, aber mir geht besonders ins Herz, wenn Menschen, und das erlebe ich immer wieder, anschließend zu mir kommen und sagen, du, ich habe so viel erlebt. Ich war schon bei so vielen spirituellen Lehrern und bei keinem konnte ich mich wirklich öffnen und bei keinem habe ich Botschaften empfangen oder Energien gespürt. Bei dir war es das erste Mal. Das ist etwas, was sich so durchzieht, ne? Was ich wirklich immer und immer und immer wieder höre. Und das macht mich so glücklich. Ohne jede Arroganz möchte ich sagen, dass mich das wirklich auch stolz macht. Denn das ist meine Berufung. Ich liebe es, den Menschen mit dem Wissen, was die Engel mir geschenkt haben, zu dienen. Natürlich kostet es Geld, weil wir wollen alle davon leben, selbstverständlich. Wir leben alle von unserer Arbeit, so auch ich. Deswegen kostet es Geld und ich weiß, ich bin verdammt gut in dem, was ich tue und das kann ich euch sagen, ohne, wie gesagt, arrogant sein zu wollen. Und ich weiß, ich kann jedem von euch, der zu mir kommt, beibringen, in die Erleuchtung zu gehen, den Weg der Erleuchtung zu finden und aufzusteigen in die fünfte Dimension. Ich weiß, dass ich das kann. Denn mit all der Erfahrung, die ich euch geschildert habe als Sternenkind, bin ich dazu definitiv in der Lage. Es liegt also an dir, zu sagen, ich möchte diesen Weg gehen oder nicht. Ich kann euch sagen, es lohnt sich. Das Sternenkinderseminar wird das wichtigste Seminar sein, sagt Erzengel Mariel, das ich je gegeben habe. Es gab noch kein wichtigeres. Deshalb sollte sich jeder, der sich dafür auch nur im Ansatz angesprochen fühlt und sagt, ey, ja, genau, ich will Spiritualität in mein Leben integrieren. Ich möchte das erleben, ich möchte selbst dieses hohe Bewusstsein entwickeln, sollte sich anmelden. Und ich kann euch sagen, macht es schnell. Wie gesagt, die Plätze sind sehr begrenzt. Der Frühbucherrabatt geht bis 31.10. Also dementsprechend kann ich euch nur raten, macht es wirklich schnell. Und wartet nicht so lange. Ich werde euch den Link zum Sternenkinderseminar in diesem Podcast verlinken, damit ihr schnell buchen könnt.
Der Frühbucherrabatt wird automatisch, das steht auch gleich dran, ne? Also ist sofort der Rabattpreis angezeigt, wenn ihr drauf geht. Das heißt, den kriegt ihr automatisch, wenn ihr es jetzt bucht. Ich freue mich, wenn ich euch auf diesem Weg in die fünfte Dimension begleiten und unterstützen darf. Ich freue mich über jeden, der den Weg dahin findet, über jeden einzelnen von euch, der dabei sein wird, und wünsche euch eine wunderbare Zeit gemeinsam mit den himmlischen Wesen. Liebe und Licht, Udo Golfmann. Tschüss.